Grüß dich. Du, das ist ein Mehrteiler. Teil 1 habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, in dem Video, was ich mir angeschaut habe und was ich auch gesehen habe, schaut das alles so aus. Ja, macht es, schraubt zusammen und es geht. Ihren alten Scheißdreck geht's. Also, folgendes, Leute, kann ich euch gleich mal einen Tipp geben. Und zwar liegen bei mir jetzt, liegt diese Fläche, vielleicht kann man es am Video sehen. Es ist hier ein kleiner Spalt. Natürlich, ich habe jetzt schon angefangen hier mit Papier. Ja, jetzt fragt sich einer an, wieso Papier? Ja, Papier, es hat einfach eine gewisse Dicke und damit kann ich bestimmen, wenn ich das Papier unterlege, wie ich diese Führung stelle. Aber ich habe gemerkt, das liegt gar nicht an. Und wenn ihr das Problem auch habt, ich habe es jetzt so gemacht, ich lege hier ein Schleifpapier rein in die Nut und bewege dieses Ding vor und zurück. Und dann kriegt es automatisch die Form von dem, wie es da rein soll. Das habe ich jetzt gemacht und das mache ich jetzt auch. Und wenn es passt, melde ich mich wieder. Also nach einiger Rumbastelei habe ich die Säulen jetzt parallel bekommen. Also das ist mal kein Anfängerprojekt. Das Projekt sollte kein Anfänger nachmachen. Das Projekt solltest du nur nachmachen, wenn du schon mal oder Erfahrung hast mit so Einstellgeschichten. Weil das ist jetzt wirklich schon ein bisschen komplexer. Also da rate ich dir als Anfänger ab, weil sonst wird es nichts. Also die Säulen sind parallel, bedeutet das hier ist im Winkel und das hier ist im Winkel. Jetzt habe ich hier diese Abstandshalte gemacht, dass das gleich bleibt. Und jetzt mache ich mir Gedanken um die Einlegeplatte, um die obere. Jetzt müssen wir uns natürlich auch noch langsam mal Gedanken um die Gewindestange machen. Ich habe jetzt hier einfach eine Bohrung. Das ist ein Alurohr. Da passt die M16er Stange genau rein. Das kommt jetzt hier rein. Das habe ich leicht größer gelassen, als das Holz dick ist. Aber auch nur durch einen Unfall. Aber das ist gut, weil wenn wir das nachher mit den Lokschrauben dahin machen, dann dreht sich das und dann hat es wenig Verschleiß, da nichts reiben kann. Ja, gut. Dann machen wir jetzt die obere Platte, hätte ich mal gesagt. Aber da mache ich mir eine Musterplatte und nach der bohre ich dann die richtige Platte. Ich habe das jetzt mal eingestellt. Das läuft eh nur in dem oberen Bereich. Ja? Die Oberfräse wird eh bloß in dem Bereich. Und in dem Bereich passt es jetzt ganz gut. Also das ist spielfrei. So, aber auf jeden Fall kann ich euch gleich mal vorwarnen, viel Arbeit das einzustellen. Also fand ich zumindest. Ja, und jetzt mache ich die Gewindestange da rein. Und da habe ich mir was richtig Cooles überlegt. Und zwar möchte ich da, zeige ich euch. So, da das ja dauernd gedreht wird obendran, ja, ich werde hier einen Schlüssel haben, wo ich die Höhe verstellen kann. Das Lager habe ich noch übrig gehabt. Das hat 15 Innendurchmesser. Die Welle hat ja 16. Das heißt, ich muss eh, wenn ich diesen Sechskant da hinschleife, diese Welle abnehmen. Das heißt, ich werde mir jetzt erstmal da einen 15er Durchmesser, weil dann werde ich dieses Lager hier einkleben. Und dann ist es immer schön geführt, weil das Lager ist das alte Lager von der Bandsäge. Das ist zwar nicht mehr das Beste, aber für den Zweck vollkommen ausreichend. Und ich habe einen Forstenbohrer, der passt sogar. Also alles Paletti. So, Freunde, dann können wir es ja eigentlich mal provisorisch zusammenbauen. Ich habe jetzt, wie ich gerade erwähnt habe, habe jetzt hier das Lager reingemacht. Dann habe ich die Gewindestange runtergeschliffen, dass die innen reinpasst. Jetzt dreht das schön. So, jetzt baue ich es zusammen. Hier ist die Hülse, die kommt hier drauf. Hier unten rein. Ah, ich muss erstmal die Mutter drauf machen. Ja, wisst ihr was? Wir müssen ja erstmal das Ding da oben hinschleifen, weil wenn es zusammenbaut ist und die ganzen Schrauben drin sind, würde ich es ungenommen mal zerlegen. Aber ich mache jetzt erst einmal Feierabend. Ich würde sagen, ich mache morgen weiter. Bis dann. So Leute, viele, viele, viele Tage später, ich habe das jetzt einfach mal grob zusammengebaut, weil ich jetzt die Mittelbohrung will. Und zwar habe ich die Fräse eingespannt, werde die jetzt anschalten und werde ein Stück hochfahren. Und der Punkt, den es mir da ausfräst, ist dann mein Mittelpunkt, von dem ich aus arbeiten kann. So, dann schraub. Ja, fall runter. Dann schraube ich mal alles wieder auseinander. So, jetzt habe ich meinen Mittelpunkt und ich habe auch schon den größten Fräser geholt, den ich habe. Größeren Einlegering brauche ich gar nicht. Das heißt, ich werde jetzt gucken, was das für ein Durchmesser hat. Und dann können wir auch schon, wie weiß ich auch noch nicht, dann können wir auch schon die Einlegeplatten machen. Die runden hier oben, die machen wir aus Plexiglas, weil das habe ich hier wie Sand am Meer. Könnt ihr auch aus Plexiglas machen, bietet sich ja eigentlich an.
Boah, Leute, hier ist es so kalt. Mir ist gerade bei einem Projekt der Holzleim eingefroren. Also nicht gezogen, sondern eingefroren. Das ist so. Und wir haben noch nicht mal vollen Winter. Hey, da bin ich echt gespannt. Also, ich habe mir jetzt überlegt, wir machen das so. Ich säge jetzt hier im Endeffekt, mache ich einen rechteckigen Ausschnitt. Dann ist dieses Lager auch in diesem Einlegteil. Denn dieses Lager möchte ich drin haben. Und diese ganze Fräse soll ja auftauchen, dass ich, deswegen mache ich ja den ganzen Spaß, von oben den Fräser wechseln kann. Das heißt, wir müssen ja mindestens diesen Ausschnitt haben. Und nachdem die Gewindestange auch so nah dran ist, mache ich die Gewindestange gleich mit. Also machen wir jetzt mit der Oberfräse einen Ausschnitt, dass wir einen Falz haben. Und da können wir dann immer die Einlegeplatten reinmachen. Was aber scheiße ist, weil das Lager ja in jeder Einlegeplatte drin sein muss. Aber ich denke, das geht auch ohne Lager. Und wisst ihr warum? Das ist mir nämlich schon vorher aufgefallen. Jetzt, wenn die Platte so dran ist, ja, ihr seht ja, das Lager macht ja zu und ich fräse da oft, dann ist immer dieser Spalt immer voll mit Sägemehl. Wenn ich da jetzt die Höhe verstellen will, dann kann es sein, dieses Sägemehl blockiert, dass ich die Nuss gar nicht reinkriege. Also werde ich das einfach mal probieren, dass ich dieses Ding hier, dieses Lager rausmache und das werden wir dann irgendwie sehen. Schauen wir mal. Aber wir lassen uns von der Scheißkälte den Spaß nicht verderben. Hoffe ich zumindest. Gut, das läuft halbwegs gleichmäßig scheiße. Das ist schon mal gut zu wissen. Können wir es irgendwie einstellen. Jetzt habe ich gerade das Ding gesägt. Oh, ich bin so toll ab und zu. Echt, habe ich voll in die Beilagscheibe reingesägt. Das ist natürlich optimal für Sägeblatt. Das ist optimal für Sägeblatt. Aber der Schärfdienst will ja auch Arbeit. Also wir bauen es jetzt zusammen, Leute. Wie ihr seht, die ganze Führung, das ist jetzt drin. Ich habe eigentlich gar nichts eingestellt, wenn ich ehrlich bin. Das hat jetzt irgendwie so gepasst. Wir schauen jetzt einfach mal, wie stramm das gehen kann. Ohne dass wir da groß was einstellen. So, was wir jetzt machen, ist, wir schrauben jetzt. Ah! Nein. Das ist nach einer gefühlten Ewigkeit. Habe ich die Stange jetzt drin. Die ist jetzt hier lose drin. Jetzt kommt ja diese Aluhülse, die wir gemacht haben. Die kommt jetzt hier rein. Und auf der anderen Seite kommt jetzt die Gegenmutter drauf. So. Ziehen wir jetzt mal an. Und dann schauen wir doch mal. Kack, jetzt raus. Ich habe hier oben übrigens schon einen Sechskant hingeschliffen. Hier habe ich das gemacht. Ja, mit der Feile. Dann her, dann kann man jetzt hier. Jetzt verstellt sich das hier, die Höhe. Geht zwar sau langsam. Da werde ich mir vielleicht auch mal was Cooles einfallen lassen. Aber im Endeffekt haben wir jetzt, was wir wollen. Das ganze Wackel hat kein Spiel. Was mich wundert. So. Seht ihr, weil jetzt kann der ganze Dreck nämlich vom Fräsen durch dieses Loch reinfallen. Und wenn ich das verstellen will, habe ich immer ein freies Loch. Also das war jetzt gar nicht so schlimm, dass das Lager nicht drin ist. Wie ihr seht, das geht auch ohne Lager ziemlich gut. Die Gewindestange, seht ihr, die bewegt sich oben eh fast kaum. Also das lasst das Lager weg. Ich finde die Mütze so lustig. Ja, Leute! Also ist ein cooles, wenn es wirklich dann so funktioniert, Leute, ist ein echt cooles Projekt, muss ich sagen. Vor allem, es kostet halt so gut wie kein Geld und man hat halt auch richtig was davon. Sowas, denke ich mal, können die meisten, die eine Oberfräse haben, wirklich gut brauchen. Was halt ein bisschen dämlich ist, habe ich gerade gesehen, wenn ihr das hoch macht. Ja, die Oberfräse ist jetzt nicht perfekt hoch und runter gefahren, sondern mit dem Gewinde hoch. Ja, das ist halt blöd. Nehmen wir an, du hast jetzt eine Nut, die du fräsen möchtest. Und dir fällt ein, ich möchte diese Nut aber einen Millimeter höher. Ja, jetzt drehst du den Millimeter höher
und der Fräser geht übertrieben so, dann hast du nicht mehr das Maß, das du haben solltest. Weil die Leute erzählen dir zwar immer, wie man es baut, aber ob das dann wirklich so genau ist, das finde ich, das erzählt dir nämlich keiner danach. Das finde ich viel wichtiger. Am Schluss muss es ja passen. Ja? Das finde ich eigentlich wichtiger. Jetzt machen wir da kurz ein Loch rein. Was interessiert mich, jetzt mal übertrieben gesagt, ob das toll ausschaut und ich mir ein paar hundert Euro gespart habe, wenn das Ding nicht funktioniert, dann brauche ich es auch nicht. Ehrlich. Also, da bin ich noch etwas, bin ich noch gespannt. So Leute, aber labern kann ich viel. Ja, ich probiere das jetzt mal aus. Und zwar mache ich jetzt erstmal eine niedrige Nut, stelle es dann hoch, mache noch eine Nut und dann schauen wir mal, ob der Versatz sichtbar ist. Also ich schaue mir die Nut jetzt mal an, um zu bestimmen, ob die auch wirklich gut ist. Danke. So, und jetzt stellen wir das Ganze hoch. Und probieren das Ganze nochmal. Leute, ich muss sagen, das passt. Das passt nicht nur ein bisschen, sondern das passt wirklich ganz genau. Ich kann es euch leider nicht zeigen, aber es ist wirklich kein Versatz drin. Passt, optimal, ja optimal. Ja Leute, das Ding ist jetzt fertig aufgebaut, eben so gesehen, fix und fertig. Ich habe jetzt auch noch festgestellt, dass ich hier eigentlich ein 13er, weil ich habe ja hier ein 13er Sechskant hingeschliffen, also 13 mm und kann jetzt hier mit der Akkubohrmaschine das Ding schnell verfahren. Also das geht dann ganz bequem von oben und ich komme jetzt auch, wenn ich es mal ganz hoch stelle, komme ich jetzt auch wirklich ganz, ganz bequem an den Fräser ran, dass ich den wirklich auch von oben wechseln kann. Weil das war so nervig immer bei dem hier, das Ganze, die ganze Platte raus und so kann ich das gemütlich wechseln. Ja. Fahr das wieder runter. Ich glaube, das sollte, also ich habe da jetzt ein bisschen Öl hingetan, dass das auch, so mach mal eine Einlegeplatte drauf. Und kann eben dann auch hier einstellen, wie hoch mein Fräser rausschauen soll. Ja, nichtsdestotrotz, die Zeit wird es mit sich bringen, Leute, wie sich das Ding schlägt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ihr werdet auch das Ding das ein oder andere Mal im Einsatz sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, es war wieder ein Projekt, dieses Mal ein Oberfräsenlift. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein paar wertvolle Tipps geben oder eine Entscheidungshilfe, ob er sich einen kauft oder baut. In diesem Sinne, Leute, denkt dran, abonnieren bringt nicht um. Macht es gut, bis die Tage, Servus!